Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, im Bereich Inneres macht sich die Arroganz der Koalition, wie wir jetzt gerade auch noch mal deutlich gehört haben, besonders bemerkbar. Wir wissen, Herr Zimmermann, die Einnahmen steigen, die Zinsausgaben sinken, das Geld ist da und kann durchaus auch ausgegeben werden. Aber SPD und CDU lassen diejenigen nicht daran teilhaben, die es am meisten verdient haben, nämlich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Anderswo wird das Geld munter verschleudert, etwa für neue Überwachungstechnik oder beim Verfassungsschutz. Aber bei denen, die jeden Tag die schwierige Arbeit machen, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und anderswo, kommt es nicht an. Viele Versprechungen sind gemacht worden, insbesondere von Frank Henkel. Keiner hat lauter die Angleichung der Besoldung an die anderen Bundesländer gefordert. Davon hat die Koalition sich nun mit diesem Haushalt offiziell verabschiedet, sehr geehrte Damen und Herren. Die Besoldung steigt im Bund und in vielen anderen Ländern stärker als in Berlin. Die Schere wird also weiter auseinandergehen. Nicht mal auf einer Perspektive für die nächsten Jahre wollen Sie sich festlegen. Den Antrag der Linksfraktion, einen Fahrplan der Besoldungsangleichung bis 2017 vorzulegen, haben Sie abgelehnt. Die Beamtinnen und Beamten fühlen sich zu Recht von Ihnen verschaukelt. Wertschätzung sieht anders aus, meine Damen und Herren, von der Koalition, lieber Herr Zimmermann. Und das ist nicht alles. Meine Fraktion hat immer wieder das Thema Personalmangel beim Objektschutz und Gefangenenwesen im Innenausschuss aufgerufen. Hunderttausende Überstunden haben sich dort angesammelt. Polizeibeamte, die eigentlich Verbrecher jagen sollen, werden vor die Botschaften abkommandiert. Jetzt feiern Sie sich hier für 65 neue Stellen, die es nach dem Änderungsantrag der Koalition für den Objektschutz geben soll. Ein Schritt in die richtige Richtung, denkt man auf den ersten Blick. Aber schaut man genauer hin, erkennt man, das Geld muss an anderer Stelle wieder eingespart werden. Wo und wie das passieren soll, hat uns weder die Koalition noch der Innensenator bis jetzt verraten. Und darüber hinaus muss Herr Henkel nach wie vor die pauschale Summe von rund 39 Millionen in den nächsten 2 Jahren einsparen. Für die 65 neue Stellen werden also andere Bereiche umso mehr bluten müssen. Die Streifenpolizei, das LKA, die Schreibkräfte oder die Feuerwehr. Wir wissen es nicht, denn sie lassen den Haushaltsgesetzgeber und die Öffentlichkeit darüber im Unklaren. Für so eine Haushaltspolitik brauchen Sie sich nicht abfeiern. Denn die Decke wird nicht länger, wenn man an einem Ende zieht. Das ist keine seriöse Haushaltsführung, das ist linke Tasche, rechte Tasche. Dabei ist ja durchaus eine Bereitschaft zum Geldausgeben zu erkennen bei der Koalition. Nur eben für völlig unnützige Dinge. Für Imsecatcher, für die Polizei, kostet mal eben 1,2 Millionen Euro. Und das, obwohl bislang immer Geräte vom Land Brandenburg oder dem Bund zur Verfügung standen. Der Abschiebeknast kostet das Land rund 2,5 Millionen im Jahr plus Personalmiete. Auch hier ließe sich eine Menge Geld sparen, wenn sich der Senat endlich für die Abschaffung der Abschiebehaft einsetzen oder zumindest ein kleineres Gebäude finden würde. Aber wie der Innensenator in der Flüchtlingspolitik agiert, sehen wir ja bei seinem Umgang mit dem Protestcamp am Oranienplatz. Statt auf Dialog und Willkommenskultur setzt er auf Repression und Zwangsmittel. Von dem Innensenator sind wir ja nichts anderes gewohnt. Dass aber der regierende Bürgermeister Wowereit Henkel auch noch dabei unterstützt, ist ein unglaublicher Vorgang. Klaus Wowereit hat 2004 die gemeinsame Erklärung der Bürgermeister und Stadträte
europäische Städte unterschrieben und sich damit eine Willkommenskultur und der bestmöglichen Unterstützung für Flüchtlinge verpflichtet. Wenn diese Erklärung mehr sein soll als leere Worte, muss Klaus Wowereit von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und Frank Henkel im Senat stoppen. Ich sage Ihnen, Herr Henkel, die Beamtinnen und Beamten der Berliner Polizei haben sinnvollere Aufgaben zu bewältigen, als Flüchtlingen, die hier sowieso kaum Rechte haben, ihre Zelte wegzunehmen. Danke sehr.